Ich begrüße alle, die vor 1990 und nach 1945 geboren wurden. Alle, die in diesen 45 Jahren das erlebt haben, wovon ich jetzt spreche. Total recht herzlich willkommen beim Sondersender Nordrhein-Westfalen. Web-TV, online, ist ja alles neu. Aber wir springen jetzt zurück vor 1990 und nach 1945. Da waren wir, die Jugendlichen. Wir hatten Elvis. Wir hatten strenge Eltern. Unsere Kumpels hießen Klaus, Jupp, Hermann, Günther, Rainer und so weiter. Kumpels waren wir. Ja. Wir hatten zuerst Star Wars als Jugendlicher, da waren wir schon, ne? Einige waren 15, andere waren 20. Also an alle noch einmal, dieser Videoclip nur für die, die vor 1990 geboren und nach 1945. So, wir sind jetzt diejenigen, die nach 1990 überrumpelt wurden. 1995 hat die Industrie den Standard geändert. Die Firma Sony kam und kaufte alles auf. Vor 1990 hatten wir ja schon das soziale Netz. Wir waren das soziale Netz. Wir haben mit dem C64, mit dem Atari und mit dem Amiga gearbeitet und mit sogenannten elektronischen Sachen am Fernsehgerät Ping-Pong gespielt. Darum sagte ich, alle, die vor 1990 und nach 1945 geboren, verstehen jetzt den Text, den ich hier in die Kamera spreche. Wir hatten also Fachgeschäfte, wir hatten Fachkräfte, wir hatten Industrie. Wir hatten also eine ganze Menge. Dadurch blühte das natürlich auf, weil wir eine Menge hatten. Das Ruhrgebiet war das Herzstück. Im Ruhrgebiet kochte der Stahl. Im Ruhrgebiet kam der Stahl, Eisen, Kohle. Und wir Jugendlichen waren auf den Kohlenhalden zu Hause. Wir waren in den Fabriken zu Hause, haben unseren Vätern oder Eltern die Brote gebracht, beziehungsweise meist den Vätern, die Mütter waren zu Hause. Wir waren auf der Straße tätig, wir haben geknickert, wir haben geschabbelt und wir waren verdammt gut in der Schule. Hammer, ne? 45 Jahre haben wir Glück aufgehabt. Ja, wir haben Glück gehabt, wir hatten die Beatles am Anfang, die Rolling Stones am Anfang, Elvis Presley am Anfang, Marilyn Monroe am Anfang. Also wir hatten alles am Anfang. Der Anfang lebte mit uns bis 1990. Und ab 1995, wie der industrielle Standard durch die Firma Sony geändert wurde. Sony kam mit der PS, heute nennt man sie PS4 und demnächst 5. Heute sprechen wir von Samsung, LG, marktführende Smartphone-Hersteller, die jetzt mit Smartphone 7 und 3D-Brille, die liegt da oben. Naja, Smartphone 4 reicht, sag ich nur, 4, 5 reicht, 4, 6 reicht, Smartphone 7 ist nur wasserdicht, mehr nicht, und hat 3D, na ist egal, ich schweife aus, ja, weil 45 Jahre geht so schnell vorüber, 45 Jahre so schnell, von 45 bis 90, ja, Hermann, Klaus, Dieter, Rainer, mittendrin, Manta Manta mit Till Schweiger, war der erste, der Till hieß, der Schweiger. Ja, heute, ne, naja, schweife wieder aus. Also, 45 bis 90 hatten wir die Anfänge, aber wir hatten es. Wir hatten Fachkräfte, Fachpersonal und wir hatten Freunde. Und jeder hat jedem irgendwie irgendwo geholfen. Es war nicht alles rosig, uah, um Gottes Willen, ja. Bis 61, 66 war Kalter Krieg. Ab 68 bis 79 hatten wir Kadaumes. Wir hatten auch kurz beinahe den Dritten Weltkrieg. Hatten wir beinahe. Ne? Nach 1990, ab 95, die Industrie, die sich heute Industrie 4.0 nennt. Denn heute haben wir das Datennetz. Netz. Ihr könnt dieses Video bei YouTube sehen. YouTube war früher auch schon vor 1990 da. Ja, wann? Also das soziale Netz war vor 1990 da, aber nach 1990 kam es so langsam auf. Und nach 2000 kam Mickey Mouse, genau.
Star Wars gehört jetzt Disney. Disney hat schon Marvel. Also nur noch Konzerne. 1% hat 96% und wir 99% prügeln uns um die restlichen 4%. Weltmarktanteil. Ihr merkt, dennoch sage ich, dieser Videoclip ist für alle, die vor 1990 und nach 1945 geboren, Legosteine noch kennen in dem Ursprung, so ein Holzkasten, Fischertechnik, die ganzen Experimentierkästen, auch Chemiekästen, elektronische Kästen, alle die noch Spulen gewickelt haben, um UKW-Sender zu selbst und so weiter, die Bräke noch kennen, den Zivilfunk, den CB-Funk, überhaupt den Funk, ja, die noch mit 128 Kilobyte und mit einem Modem, mit einem kreischenden Geräusch kommunizierten, die noch Skat gespielt haben, die noch Schach gespielt haben, die noch Bücher gelesen haben und sich in der Welt von Karl May zu Hause fühlten, ja, die meine ich. Heute ist das alles komplett vorbei. Ja, auch in dieser Zeit war Till Schweiger dabei. Till Schweiger war dabei und heute ist er natürlich, hat alles vergessen. Heute ist er ja Newcomer. Ne? Ich bin der Größte, ich bin der Beste. Lassen wir mal sein. Es nervt mich. Warum mache ich diesen Videoclip? Ich mache diesen Videoclip, weil ich gerade hier bei Facebook von morgens bis abends nur noch sowas höre. Mir fällt auf, wenn man sagt AfD, AfD, hört sich fast so an wie NSDAP. AfD, NSDAP. Nur die Insider wissen jetzt, wovon ich rede, also vom Satzklaubereien. Ne? Kein Fischer hat mehr wirklich Lust zu sagen, Petri heil. Ne? Weil das hört sich so komisch an, wenn der andere sagt, Petri dank. Ne? Das ist alles momentan so merkwürdig. Wir schreiben das Jahr 2016. Ja? Wir sind ja so 16 Jahre in einem EU-Gebinde. Und jeder vergisst, dass er an sich ein Bürger eines Landes ist. Nicht komplett. Das Dreireich gibt es ja gar nicht mehr. So, ich spreche ja von nach 45 und vor 1990. In den 45 Jahren hat niemand irgendwie braun getragen oder irgendwie den Braunen rausgelassen. Nee, es war alles ruhig. Man konnte ganz normal mit den Braunen sich unterhalten. Ja. Die DKP, NPD und keine Ahnung, die waren da, ne, die DSU gab es auch noch und auf einmal war alles weg. Ab 56 Adenauer, der hatte uns ein bisschen aufgeklärt, ne, und hat ein bisschen uns scherzhaft einen erzählt. Lübcke hat auch rumgechillt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ne, also er war also auch schon ziemlich lustig unterwegs. Also es waren betagte Menschen, die hatten ihr Alter. Es waren alte Menschen. So, heute sind es ja nur noch junge Menschen. Und die uns einen erzählen wollen. Die jungen Menschen von heute, nach 1990, wollen uns allen, die vor 1990 und nach 1945 alles auf den Weg gebracht haben, das hier alles erklären. Die wollen uns Rundfunk erklären, die wollen uns Filme erklären, die wollen uns die Politik erklären, die wollen uns die Welt erklären, die wollen uns den Mond erklären, den Kosmos, das Schwarze Loch etc. pp. Hallo, wir hatten Albert Einstein, klar, im Anfang. Wir hatten Herrn Braun im Anfang, klar. Wir hatten das Schwarz-Weiß-Fernsehen im Anfang. Drei Programme. Ich war die Fernbedienung. Knirps, mach mal, ne? Wir hatten Bildungsfernsehen und wir hatten Unterhaltungsfernsehen. Möchte ich mal klarstellen. Ihr heute, nach 1990, habt alles. Ihr habt alles. Ihr habt weltoffene Kommunikation. Und was macht ihr damit? Was macht ihr damit? Komm, erklär mir das doch mal. Du sollst mich nicht beleidigen, das könnte er ja, oh Mann, beleidigen. Er könnte einen runterziehen, fertig machen, aber von Bildung, ja, ist keine Spur. Ja. Nordrhein-Westfalen, davon das Ruhrgebiet, davon spreche ich, das Ruhrgebiet von 45 bis 90 war 100%. Das war super. Heute ist das Ruhrgebiet im Jahre 2016, Februar, das Ärmste, das Ruhrgebiet. Das Ärmste. Und man spricht hier von 80.000 Asyltouristen, die hier unterwegs sind. Asylpauschaltouristen, deren Kinder. 80.000 Kinder aus allen Herrgottsländern. 1% Syrien, 1% Marokko, Serbien. Aus aller Welt.
sozusagen aus aller Welt im Ruhrgebiet, das ärmste überhaupt, 80.000, die dann in die Schulen sollen, bei so wenig Lehrern, bei so wenig. Deswegen sagte ich, alle, die von 1990 und nach 45 verstehen die Textur, die ich in diese Kamera spreche. Mann, Fachgeschäfte, Fachkräfte, alles weg. Es gibt keine gute alte Zeit. Es gibt eine alte Zeit mit Anfang. Und es gibt eine Zeit mittendrin, wo der Anfang zum Ende geht. Wo kein Fischer mehr sagen möchte, Petri heil, Petri dank. Und wenn man das Wort hört, AfD, NSDAP, versteht ihr? Nein. An alle, die nach 1990, vor allen Dingen alle, die 40 oder 45 Jahre im Osten gelebt haben, 40 Jahre im Osten, die jetzt in Berlin das Sagen haben. Berlin war 1920 schon das Böseste, was man überhaupt erleben konnte. Berlin, wohlgemerkt. Berlin hatte die Zone, nicht wir hier. Ja? Der britische Raum ist hier in Nordrhein-Westfalen, das ist richtig. Aber wir haben Landesgrundgesetze, die man mal lesen sollte, jeder für euch, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Vorpommern, Schlesien. Ne? Also ein Schwachsinn. Also Landesgrenzen gibt es immer noch. Landeshoheitsgebiete gibt es immer noch. Landesgrundgesetze gibt es immer noch. Das Obergrundgesetz, das Bundesgrundgesetz, ist zwar schön und gut, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Jedes Land hat Bürger. Wir sind kein Volk, wir sind Bürger. Wir haben Bürger gewählt. Frau Hannelore Kraft in Düsseldorf ist eine Bürgerin aus Mülheim. Frau Dr. Angela Merkel ist eine Bürgerin, ich war aus dem Osten, ja, ins Schwelm drüber, keine Ahnung, wo sie da herkommt. Versteht ihr, was ich meine? Bürger. Jetzt kommt mal alle wieder runter und kommt mal zu euch. Und lasst es euch mal durch den Kopf gehen. 45 bis 90 und ab 90 bis heute. Und dann finden wir vielleicht mal einen neuen Weg. Oder?